Im Central Park treffe ich Sandra Navidi. Sie ist Finanzexpertin, geboren in Mönchengladbach und bewegt sich in den obersten Kreisen des Geldadels. Funktioniert das noch, dieser Club der alten, grauhaarigen Männer? Hat der wirklich noch Kraft? Oder haben die auch das Gefühl, wenn wir uns nicht verändern, dann werden wir verändert? Ja, dieses Gefühl haben diese alten weißen Männer. Das sagen ja auch Leute aus der Finanzwelt. Sie haben Angst, die Mistgabeln kommen. Es gibt Milliardäre, die das schon angekündigt haben. Und Paul Tudor Jones, ein bekannter Hedgefonds-Milliardär, hat gesagt, im Grunde genommen haben wir hier Feudalismus. Ich bin Ultrakapitalist, aber ich kann das nicht mehr gutheißen. Irgendwann kippt das System und wir können nicht vorhersagen, was eine Revolution bewirken wird. Das ist meistens ein unvorhergesehenes Ereignis. Und diese Leute haben alle Landebahnen in Neuseeland und Farmland in Australien und Kanada, Wälder und so weiter. Das haben die schon. Also diese Leute sehen das auch. Aber diese Netzwerke, wenn da nicht Druck von außen kommt, die sind so mächtig, die werden immer weiter bestehen bleiben. Das heißt, die haben Angst? Die haben Angst, sie sind natürlich irgendwo auf der sicheren Seite, aber es ist auch nicht ihre Vision von einer schönen Welt, wo man sich irgendwo zurück verbarrikadieren muss. Gut, aber Sie haben es doch in der Hand, das zu ändern. Also Sie sind doch das System. Ja, aber ich denke, Sie sind auch gefangen im System, in Ihrer eigenen Persönlichkeit. Niemand wird kommen und sein ganzes Geld verschenken. Also einen modernen Extrem-Robin Hood haben wir nicht, aber George Soros hat über die Hälfte seines Privatvermögens hat er weggegeben für gute Zwecke. Oder Bill Gates ja auch. Es gibt ja auch jetzt diesen Milliardärsclub von Bill Gates gestartet, wo Milliardäre, da hat er schon ein paar Dutzende, die ihr Vermögen dorthin verpflichtet Warren Buffett abgeben. Und andere, genau. Ja, wo man sich verpflichtet, sozusagen die Hälfte des Vermögens zu spenden. Wie reden die über die Konzentration von so viel Geld in den Händen von so wenigen? Ihnen ist das Problem durchaus bewusst. Die sehen das und die wissen, dass das gefährlich ist. Wenn man mit Leuten spricht, speziell in den Ghettos auch von Baltimore oder so, dann hat man das Gefühl, da ist wirklich was kaputt gegangen. Der Satz, den man immer wieder hört, ist, wen wir wählen, wer da Präsident wird jetzt irgendwann, das spielt für uns überhaupt keine Rolle. Das heißt, da ist eine ungeheure Distanz zwischen denen da unten und denen da oben. Würden Sie das bestätigen? Ja, absolut. Also ich würde sagen, was weg ist und das ist ganz wesentlich, das darf man nicht unterschätzen, ist Vertrauen. Das Vertrauen der Gesellschaft untereinander, das sozusagen das Bindegewebe ist, damit alle gesellschaftlichen Schichten untereinander kooperieren. Wir brauchen uns ja alle gegenseitig. Das 1% braucht auch die 99%. Wann ist dieser Kitt, würde ich das jetzt mal nennen, ja, dieser gesellschaftliche Kitt, der alles irgendwie zusammengehalten hat, wann ist der abhanden gekommen, wann bröckelte das? Das ist poröser geworden mit der Zeit, auch durch die Medien. Das Internet hat dazu entscheidend beigetragen. Wir haben sozusagen Botschafter, nicht nur die zentralen Hauptmedien, sondern jeder konnte ja demokratisiert durch die demokratisierten Medien zu dem Nachrichtenprozess beitragen und es gibt einen US-Security Advisor, der schon vor ein paar Jahren gesagt hat, wir werden sehen das Erwachen der Massen, weil die Massen sind besser informiert und sie realisieren dieser Abstand zwischen den gesellschaftlichen Schichten. Überlegen Sie, das Land zu verlassen, wenn Trump tatsächlich Präsident werden sollte? Ich würde gerne hier bleiben, aber wenn er tatsächlich drankommt, muss man darüber nachdenken. Man muss schauen, was passiert. Wie passt das alles zusammen? Professor